Was bisher geschah? Der Protagonist Present stellte sich vor dem Eingang der Spiegelhöhle zwei weiteren Trainern. In diesem Kampf konnte der Turtle seine wunderbare Quote halten, indem ein weiteres Pokémon starb. Und das natürlich mal wieder in einem Doppelkampf. Dem Trottel gehen langsam aber sicher die Pokémon aus, wenn er nicht diese Deathstreak unterbrechen kann. Ich meine, mehr Lacher für die Zuschauer, aber trotzdem. In der Spiegelhöhle lief es zunächst besser, sodass er ein Megamilitalis fangen konnte. Doch wird es in dieser Höhle weiterhin so gut verlaufen? Mal sehen. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Neo X Randomizer Nuzlocke. Wir befinden uns hier in der Spiegelhöhle und ich habe ein wenig trainiert, denn ich habe mir ja gedacht, nö, so kann das ja nicht weitergehen. Wir werden sonst hier noch sehr stark fertig gemacht werden und deswegen habe ich hier ein bisschen trainiert. Ihr seht, Ori ist sogar jetzt schon ein Fennekin. Nein, wie heißt das? Fings? Ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, ich weiß gar nicht mal, wohin ich überhaupt muss. Ah, okay, da ist Tiano Miano. Fings, dann, wie heißt denn die andere? Rutena, natürlich, TM70 Blitz, okay, das braucht niemand. Das braucht halt wirklich niemand. Ich glaube, Blitz braucht man nicht in irgendeiner Höhle wie damals. Das war tatsächlich eines der nervigsten Sachen. Also ich fand immer, vor allem Blitz war so eine nervige Sache. Das hat mich immer so gestört, in zum Beispiel vor allem der ersten Gen, weil da konntest du ja auch wirklich gar nichts sehen ohne die VM, also so gut wie gar nichts. Ich meine, auf dem Game Boy Color, nee, da konntest du es vergessen, vor allem wenn die Beleuchtung mal schlecht war. Wobei, es gab ja auch diese Taschenlampe, die man ja extra anbauen konnte. War das nicht so? Irgendwie auch in so einem Pikachu-Motiv? Ich glaube schon. Ich glaube, sowas Ähnliches gab es mal. Also ich hatte das nicht, aber ich weiß, dass eine Nachbarin von mir das hatte. Und die hatte auch diese Kamera, stimmt. Es gab ja auch irgendwie so ein Spiel mit einer Kamera, die man irgendwie anmontieren konnte, keine Ahnung. Ja, das waren die guten alten Zeiten. Das fand ich super faszinierend, aber ich hatte sowas leider selber nicht. Das fand ich aber ziemlich, ziemlich cool. Es war ja auch so, dass Nintendo irgendwann mal so eine Art Virtual Reality-Dingens hatte. So, ich glaube, um die 2000 herum. Das soll ja richtig schrecklich gewesen sein. Also, überhaupt nicht gut gewesen sein. Aber ich habe keine Ahnung von dem. Also, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es da mal was gab und Nintendo da mal was versucht hat. Aber Nintendo hat auch vieles versucht. Und die versuchen sich ja immer weiter. Ich meine, jetzt haben sie sich auch mal in den Handy- bzw. Smartphone-Markt langsam aber sicher reingekämpft. Anfangs haben sie ja gesagt, nee, wir werden keine Spiele dafür entwickeln, also für Smartphones und so weiter und so fort. Und dann gab es ja auch einen Führungswechsel, einen gezwungenermaßen Führungswechsel, was das angeht. Und dann hat sich da ja ein bisschen was verändert. Und ich finde es nicht schlecht, ich habe weder Super Mario Run noch Animal Crossing Gedöns da, also dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Pocket Camp oder so. Dann gibt es ja auch noch irgendwie was von Fire Emblem, wenn es mich nicht ganz täuscht, was auch super, super gut lief. Und dann, was gab es noch? Ich überlege gerade. Irgendein großes Spiel gab es doch auch noch, vor Super Mario Run. Ja, Pokémon Go, aber das zähle ich jetzt mal nicht so ganz. Was gab es vor Super Mario Run? Gab es da nicht noch irgendwie ein Nintendo-Spiel? Ein Zelda-Spiel haben wir bisher da noch nicht. Nicht. Ich glaube, das war's. Also natürlich noch so kleine Dinge und sowas wie Miitomo, was ja aber auch mittlerweile, glaube ich, eingestellt wurde, wenn es mich nicht ganz täuscht. Aber ja, das so viel dazu. Ich habe keins dieser Spiele, ich bin nicht so der Smartphone-Typ. Generell bin ich jemand, der sein Handy wirklich selten benutzt. Also mittlerweile schon ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt auch noch nicht so lange ein Handy im Vergleich zu vielen anderen. Also ich habe, glaube ich, mit 16, oh, das war ein Crit, das war nicht gut. Ich hatte mit 16 ein, oh, als ob das schneller ist, aber selbst ohne Crit sollte alles okay sein. Ohne Crit sollte alles okay sein. Okay, das hat mich jetzt gerade kurz verwundert, dass Palimpalim schneller als ein Bruder Landa ist. Eieieiei. Da war ich jetzt kurz, da hatte ich ein bisschen mehr Glück als Verstand. Aber der Crit war auch halt ein kleines Problem. Aber naja, machst du nichts. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, mit 16 mein erstes richtiges Smartphone geschenkt bekommen. Ich habe auch mir kein einziges gekauft, sondern immer so ein altes geschenkt bekommen. Also einmal von meinem Onkel ein altes, weil er sich ein neues gekauft hat. Und danach von meiner Mutter, weil sie sich ein neues gekauft hatte. Ja, ich habe mir halt nie gedacht, okay, ich brauche jetzt unbedingt das Neueste vom Neuesten und das Beste vom Besten, was das angeht, weil ich halt einfach, was das angeht, es kaum verwende. Also es ist schon praktisch, aber ja,
Also, vor allem bei mir ist jetzt aktuell das Problem, ich habe das Samsung Galaxy J5 und das ist ziemlich nervig, weil ich habe da, glaube ich, 8 GB internen Speicher, aber ich kann ihn zwar aufrüsten mit einer externen SD-Karte, nur bringt es nichts, denn ich kann da keine Apps drauf speichern. Das ist super komisch, das ist alles blöd, aber ich verwende es halt, wie gesagt, sowieso nicht so aktiv und ich suche gerade hier den Aufwecker, aber ich finde ihn nicht. Bin ich blind? Haben wir keinen Aufwecker mehr? Doch, 2 Stück hier noch. Nee, und das ist halt so die Sache. Deswegen war ich auch damals nicht im Pokémon Go Hype. Damals hatte ich nämlich noch das ältere Smartphone von meinem Onkel eben und das war eine alte Android-Version, dann konnte ich das nicht installieren und dann dachte ich mir auch irgendwann, okay, gut, dafür kaufst du jetzt kein neues Handy, nein. Und das war auch eine gute Entscheidung, das nicht zu machen, denn das sollte ich lieber ansparen. Aktuell, was das Geld angeht, denke ich mir wirklich, doch, also knapp wird's nicht, aber die Fahrschule nimmt jetzt vor allem in der Zukunft sehr, sehr, sehr viel ein. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht in nächster Zeit mal drüber nachdenken könnte, mir einen neuen PC zu kaufen. Generell merke ich einfach, wie langsam alles stetig schlechter wird. Also nicht wirklich schlechter, aber doch, ja, nicht mehr so leistungsfähig ist wie vor vielen Jahren. Also ich habe meinen PC jetzt seit 4,5 Jahren. Ja, doch, seit 4,5 Jahren. Und der ist noch okay, so für den damaligen Preis auch über 700 Euro hat er gekostet. Das ist halt auch ein solider Preis für das, was er heutzutage noch macht. Alles super, so. Aber natürlich ist auch mal die Angst da, dass der irgendwann mal halt den Geist von alleine aufgibt oder einfach wirklich gar nicht mehr richtig mithält. Und irgendwann müsste da schon ein neuer her. Ich habe mir aber auch damals gedacht, als ich mir den zusammengestellt habe, den für 700 Euro, okay, den baust du dir so zusammen, dass der mindestens 5 Jahre auch stehen bleiben kann. Also, dass du ihn 5 Jahre behalten kannst. Und das hat ja fast geklappt. Also, noch habe ich ihn. Mal schauen, ob es die 5 Jahre übersteht und ob ich mir da dieses Jahr dann den neuen PC kaufe oder nicht. Wäre ganz gut. Aber mal schauen, vor allem die Fahrschule eben. Das ist halt echt viel Geld, was da reinfließt. Und dann habe ich jetzt auch aktuell gerade so ein paar Probleme mit meinem Bildschirm. Jetzt vor 10 Minuten ging auf einmal mein Bildschirm nicht. Ging nicht. Okay, das ist falsch gesagt. Also ging schon. Aber der hat Probleme gemacht und der hat auf einmal komplett die Farbe gewechselt und jetzt hat er so einen Bildfehler und das ist gerade ein bisschen komisch. Also ich habe schon meinen Bildschirm, ich kann da was drauf sehen, aber das Ganze ist jetzt grün getönt, so leicht. Und das ist nicht schön. Und da kommt ein Luftschnitt. Nein! Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Ich war so in Gedanken, dass ich gar nicht richtig... Ich bin so blöd! Ich bin so blöd! Wieso bin ich so blöd? Denk doch mal nach! Da ist doch... Da ist ein Flug-Pokémon. Vespiquen ist ein Flug-Pokémon, oder? Ja. Ich bin so blöd. Ich bin so unfassbar blöd. Ich bin so unfassbar blöd. Ach man, ich vergesse auch immer, dass Schwalbossen ein Kampf-Pokémon ist. Und jetzt ist Cornelia tot. Ich war so im Thema drin oder was auch immer. Ich habe halt einfach geredet. Von dem einen Thema zum anderen Thema, so gefühlt. Und jetzt ist Cornelia tot. Wow, wow, wow. Ich bin so bad. Das ist echt jeden Part, dass ein Pokémon stirbt. Das ist so sad. Das ist wirklich sad. Ich möchte diese Streak doch endlich mal unterbrechen. Das kann doch nicht so weitergehen. Und schon wieder ein Doppelkampf. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Doppelkämpfe sind einfach nur schrecklich. Ich hasse Doppelkämpfe. Und zu Peisel geht auch noch auf Schutzschild. Ach, bitte. Als ob die jetzt hier irgendwie mit Strategies kommen oder so. Komm, Ori, das tankst du ganz gut. Oh, mein DS leuchtet. Der blinkt richtig. Hilfe, Hilfe. Mayday, Mayday. Bevor mein DS da hier ausgeht. Ihr hört mich gerade sehr schlecht. Ihr hört mich gerade sehr schlecht, ich weiß. Aber mein DS geht gleich aus. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte. Weil dann könnte ich sagen, haha, upsi. Schwalbos ist doch nicht gestorben. Nein, so bin ich nicht. Ah, das ist gerade sehr problematisch. Ich muss auf Hornweise gehen und ich muss auf... Wobei, ja doch, ich glaube, es ist richtig. Ich hoffe, es ist richtig. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch nicht. So, Feuerwehr bekommt... Nahkampf, okay. Ist das Käferkampf, das Ding? Okay, krass. Hätte ich auch Psychoschock einsetzen können. So, und jetzt Luftschnitt kommt. Gegen Kusha, das tankst du. Alles safe. Und natürlich flinchte mich. Ach, bitte. Dann wäre jetzt dieses Hornweise weg gewesen.
Ja, mache ich jetzt einen Double Heal. Jetzt muss ich mich doppelt heilen, weil sonst habe ich ein kleines, aber feines Problem. Das heißt, ich gehe auf einen Supertrank auf Ori und dann auf Hypertrank, um Kusha zu heilen und hoffe, dass einfach jetzt hier keine Crits oder so kommen. Denn das wäre ein bisschen problematisch. Ach man, dieser Flinch auch noch. Wie viel Pech kann man denn haben? Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die beiden keine Hypertränke haben. Das wäre ein bisschen blöd. Kommt man nochmal in Nahkampf. Bitte kein Crit, bitte kein Crit. Okay, das ist kein Crit. So, und jetzt kommt hier wahrscheinlich wer Luftschnitt. Mal schauen auf was. Ne, Windschnitt. Das geht auf beide, ne? Ja. So, jetzt Feuerwirbel sollte aber hornweise jetzt besiegen, ne? Ja, perfekt. Okay, jetzt können wir uns darum kümmern. Jetzt können wir uns um dieses Viech da kümmern. Dieses, ihr wisst schon, zur Peise. So, und ich werde es auch einfach mal so machen, weil ich glaube, dass es vom Kampftyp ist und es hat jetzt zwei Drops drin, dass ich auf Psychoschock gehe gegen Zerpeise und mich dann hochheile mit einem Supertrank auf Kusha. Und dann sollte das hoffentlich alles passen. Mal schauen. Werden wir dann ja jetzt sehen. Ach man, schon wieder ein Pokémon gestorben und auch noch so ein cooles. Das ist doch blöd. Schwalbus ist so toll und ich bin so blöd und ach. Wieso bin ich so schlecht? Wieso bin ich so ein schlechter Spieler? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich hätte einfach mich mehr aufs Gameplay konzentrieren müssen. In dem Moment habe ich einfach nur Knöpfe gedrückt. Das war einfach so blöd von mir. Normalerweise mache ich das auch bei Doppelkämpfen. Aber ich habe noch nicht mal so richtig realisiert, dass ich jetzt in einem Doppelkampf bin und dass Doppelkämpfe normalerweise gefährlich sind. Das habe ich nicht realisiert. Ich bin blöd. Ich bin so blöd. Aber okay. Ist okay. Ich hoffe. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hoffen soll. Ach Mann. Sadness pur, jeden Part ein Tod. Das ist nicht cool, das ist keine coole Quote. Hier geht's raus, aber ich weiß nicht, ob ich raus will. Ich würde gerne nach unten gehen, aber ich habe keine Lust gerade auf einen Trainerkampf. Weil der ist safe wieder irgendwie ein Doppelkampf wird und keine Ahnung, ich habe gerade keine Lust drauf. So, jetzt hier ist Yantara City. Ich lasse mich hier einfach durch, ich möchte zum Pokémon Center. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, bitte. Ach Mann, ja. Jetzt weiß ich nicht mal, worüber ich geredet habe. Über Handys, über Spiele, über Nintendo, über alles. Ach ja, Nintendo, Nintendo. Das, ja stimmt. Ich weiß sogar, was ich noch ansprechen wollte. Ich wollte sagen, dass ja jetzt auch noch was anderes fürs Handy angekündigt wurde. Und zwar dieses Mario Kart Tour Gedöns. Aber niemand weiß so richtig, was das ist, weil nur der Name gepostet wurde. Und dass es halt für Smartphones erscheint. Und mehr nicht. Ja. Und das fand ich auch ganz interessant. Aber, ja, RIP. Wir haben jetzt einfach schon 9 tote Pokémon. Das ist richtig, richtig sad. Das ist richtig sad. Und ich habe echt das Gefühl, dass wir die Box noch voll bekommen werden. Das ist so traurig. Ich weiß noch nicht mehr, was ich mitnehmen soll. Ich überlege gerade, ob ich direkt was mitnehme. Nein, ich glaube, ich laufe jetzt hier erstmal mit 5 Pokémon herum. Dann muss ich überlegen. Dann muss ich wieder vor dem nächsten Paar trainieren und ach, keine Ahnung. Ja, ist doch alles blöd. So, da ist wieder die Höhle. Ich könnte da einfach mal offscreen nochmal reingehen, falls ich trainieren muss und vielleicht nochmal die Items einsammeln. Stimmt, ich habe auch offscreen Steinpolitur eingesammelt. Und das war ja durch einen Zerschneiderbaum. Denn ich habe auf Kingler, also Markus, habe ich Zerschneider draufgepackt, damit ich den Baum vor der Spiegelhöhle zerschneiden kann, der links daneben war. Und der hat mich dann zum Item Steinpolitur geführt, also zur TM. Und ja, falls ihr euch fragt, wieso diese TM da ist und ihr irgendwie Buch darüber führt, welche Items und TMs ich bisher onscreen gesammelt habe. Nee, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das jemand macht, aber trotzdem will ich euch da diesbezüglich aufklären. So, das wäre die Arena. Da können wir natürlich noch nicht hingehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier zu diesem ganz großen Ort. Diesem großen Palast oder nee, was ist das überhaupt? Ein großer Turm. Oh nee, will Tiano wieder kämpfen? Er will erstmal zeigen, wie man tanzt. Okay, er gibt mir einen Megastein. Ne, er gibt mir einen Kuriosenstein. Wofür war nochmal der Kuriosenstein? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. Okay, da haben wir den Yantara City Turm, oder? Ne, der Turm der Erkenntnis. Den finde ich auch super gut designt. Das ist wirklich richtig, richtig gut designt. Also, Trovato Tomato. Das ist echt gut gemacht. Also architektonisch gesehen, das ist schon cool. Und jetzt haben wir nochmal hier ein Thumbnail, ne? Klick. Kann man nicht sogar hier irgendwie noch ein Foto machen? Geht das nicht? Keine Ahnung. Aber das sieht gut aus. Naja, egal. Wir werden jetzt nicht zu lange über die Architektur dieses Gebäudes reden, sondern wir werden jetzt hier rein und erstmal natürlich diese wunderschöne Lucario-Statue begutachten, denn die ist richtig, richtig cool. Also die sieht super aus. Ich finde generell Mega Lucario ist so ein cooles Pokémon und ich würde es gerne öfter im Competitive spielen, aber dafür müsste ich Uber spielen und ja,
Ich bin jetzt nicht so der große Uber-Typ. So ab und zu kann man es mal spielen, aber jetzt kein Tier, was ich jetzt unbedingt lernen möchte. Aber ich finde Mega Lucario super und fand es damals auch richtig, richtig cool, Mega Lucario im Overuse zu spielen. Das war ganz am Anfang von XY ja noch da verfügbar. Und das Ding war einfach gut. Das Ding war einfach viel zu gut, deswegen wurde es auch zurecht gebannt. Und ja, Mega Lucario ist cool. Es sieht cool aus, es ist stark. Und es ist vielleicht nicht genau das, was eine Mega-Entwicklung sein sollte. Weil Lucario so oder so schon stark war vorher. Und jetzt auch stärker gemacht wurde. Aber ich habe kein Problem damit, weil, ja, ich mag die Mega-Form. Aber an und für sich finde ich, Mega-Pokémon sollten dann doch... Ich drücke auch gerade irgendwas, ich weiß gar nicht, ob ich das Richtige drücke. Nein, ein Freud gab es mir wahrscheinlich. Ja, aber ich finde, Mega-Pokémon sollten sowas wie bei Flunkiefer sein. Also Flunkiefer ist halt ein Pokémon, was nicht wirklich gut ist. So eine Mega-Entwicklung hat das Ding einfach viel zu gut gemacht. Und also sogar so gut, dass es eben eine Zeit lang gebannt war. Und ja, ich finde, das sollte auch irgendwie eine Mega-Entwicklung machen, dass wirklich so ein, das versteckte Potenzial eröffnet wird. Ja. Keine Ahnung, irgendwie auch nochmal kurz das anzuschneiden. Das Thema Mega-Entwicklung ist ja auch was ganz Interessantes. Da ist ja der eine für, der andere gegen. Ich glaube, es sind mittlerweile viel mehr für Mega-Entwicklung als gegen. Aber es gibt natürlich noch ein paar Kritiker, was auch verständlich ist. Ne? Also vor allem im Competitive-Bereich kann man das schon verstehen, wenn man eine längere Zeit Competitive spielt. Aber egal, jetzt reden wir hier nicht lange drum herum oder über ein Thema, weil jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Kampf passieren, oder? War es nicht so? Also erstmal redet er super viel über die Mega-Entwicklung. Passt so, dass wir gerade über Mega-Entwicklung sprechen, aber gut, das war ja auch durch die Mega-Lucario-Statue angedingst, ne? Das ist inspiriert, angestoßen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier rede. Ich merke nur, dass der Dialog echt lang ist. Und ich glücklich darüber bin, dass ich mich jetzt hier nicht dazu entschieden habe, alles vorzulesen. Weil dann würden wir hier noch morgen sitzen. Weil das ist eine lange Konversation. Also das hatten wir auch noch nie in Sonne und Mond. Wobei ich tatsächlich diese Konversation, glaube ich, ganz interessant fand beim ersten Durchspielen. Dadurch, dass ich auch generell die Ideen mit den Mega-Entwicklungen super schön fand. Und trotzdem mir gewünscht hätte, dass man noch ein bisschen mehr darüber erfahren hätte. Also noch so ein bisschen... ja, tiefer in die Materie reingegangen wäre. Man hat es ja versucht, so ein bisschen in Oras dann zu klären, indem man dann da noch so ein bisschen was dazu macht. Aber ja, das war trotzdem irgendwie... Irgendwie hat da mir noch ein bisschen was gefehlt. So, was wollen die jetzt von mir? Ich habe keine Ahnung. Dieser Kampf, was? Die Idee gefällt mir. Ich hätte vielleicht doch lesen sollen. Was für ein Kampf denn? Okay, ich glaube, ich habe das Richtige gemacht, Serena anzusprechen. Muss ich jetzt gegen Serena kämpfen? Nein, ich bin nicht bereit. Ich wusste nicht, dass wir gegen Serena kämpfen. Moment, bin ich überhaupt bereit? Ich lead mal mit Gaius und falls ein Doppelkampf wird, lead ich mal mit Brutalander. Ja, ich glaube, das sollte so passen. Und falls ein Dreifachkampf wird, packe ich einfach mal Ori hier hin. Und dann kämpfe ich jetzt gegen Serena. Gut zu wissen, ich wusste nicht, dass wir jetzt gegen sie kämpfen. Aber was hat das damit zu tun? Ich hätte es mir vielleicht doch ein bisschen durchlesen sollen. Irgendwas mit der Mega-Entwicklung, damit wir das versteckte Potenzial eröffnen können. Aber ich habe keinen Mega-Pokémon, also keine Ahnung. Na, schauen wir einfach mal, ob das hier ein Einzelkampf wird oder ein Doppelkampf. Aber es sieht nach einem Einzelkampf aus, oder? Der Ternecto, ja. Dann erst recht. Aber vor allem, wenn sie 5 Pokémon hatte, darauf habe ich geachtet. Und deswegen hätte man sich das denken können. So, Gaius gegen der Ternecto. Da kann ich einfach auf Biss gehen. Ich denke mal, dass der Ternecto nicht zu viel Schaden machen sollte mit den Feuerattacken. Ich hoffe es zumindest. Konfus... Oh. Bitte nicht solche Taktiken. Ach bitte, ich hasse Verwirrung. Es ist so dumm. Das ist einfach nur traurig. Naja, egal. Wir hoffen einfach mal, dass wir irgendwie durchkommen. Wir kommen tatsächlich sogar durch. Vielleicht bekommen wir einen Crit. Nee, leider nicht. Flamm... Ach bitte. Ach bitte. Aber ein Flinch. Immerhin etwas. Aber ich sehe es kommen. Ich versuche jetzt nochmal auf Biss zu gehen und komme nicht durch. Treffe mich selber. Dann kommt auch nochmal ein Crit. Und keine Ahnung, ja. Wenn jetzt hier noch ein Crit kommt... Funkenflug kommt. Moment, macht Funkenflug mehr Schaden, wenn es verbrannt ist? Ich hoffe mal nicht. Das war auf jeden Fall kein Crit. Ein Crit wäre problematischer gewesen. So, dann fliegen wir vor allem. Dann wechseln wir mal raus. Ich glaube, in Dandelaré, das sollte hoffentlich passen. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier kein Burn kommt mit Funkenflug. Aber ich glaube, Funkenflug kann nicht verbrennen, oder? Ich habe doch keine Ahnung. Kann jede Feuerattacke verbrennen? Nee, das nicht. Aber es gibt einige Feuerattacken, die verbrennen können. Deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher. So, dann sehen wir jetzt hier nochmal einen Funkenflug und keinen Burn, okay.
Gut, dann gehe ich hier einfach mal auf Biss und... Wobei, das war dumm, ich hätte auf Feuerodem gehen sollen. Oh, das war dumm, weil jetzt, wenn hier ein Flammenkörper kommt, habe ich ein kleines, aber feines Problem. Aber, nee, dann wäre es schon gekommen. Egal, dann ist ja alles gut. Als nächstes kommt Wablu rein. Das Ding ist, dass ich da eine Drachenattacke gegen einsetzen könnte. Wobei, nee, das ist ein Normal-Pokémon, ne? Ich kann auch einfach drin bleiben. Ich glaube, es ist Normalflug, wenn es mich nicht ganz täuscht, oder? Werden wir ja sehen. Ich gehe einfach mal Feuerodem. Dann sehe ich es ja. Moment, es ist sogar jetzt hier Fee. Als ob es hier sogar Fee ist. Bitte. Was? Hat das Ding Pixelate? Wie bitte? Was? Das ist ein Feen-Pokémon und hat Pixelate? War bloß safe. Normalerweise normal Flug. Und selbst wenn es halt ein Feen-Pokémon ist, dann komme ich, tank ich einen Hit. Wo soll ich das denn wissen, dass das Pixelate hat? Ich meine, man hätte sich denken können durch Mega-Atari, aber nee. Ja, es hat wirklich Feenschicht. Also Pixelate ist halt der englische Name für Feenschicht. Und Fuchtler macht jetzt super viel Schaden. Oh, Psychoschock. Und ich habe Brutalanda verloren. So ein gutes Pokémon. Fuchtler, wie viel Schaden macht das? Es wird richtig krass geboostet. Okay. Ich kann es immer ganz gut tanken durch die Resistenz. Och nee. Ich hasse es. Es war einfach nur ein dummes Wablu. Es war ja noch nicht mal ein Altaria. Es war ein Wablu. Das versuche ich mir gerade vorzustellen, wie ein Wablu mich gerade zerstört hat. Schillock. Okay. Ich gehe mal an Markus und gehe dann auf Zerschneider. Wablu, Wablu, Wablu. Wie kann ich nur, wie kann es nur so... Was hätte ich da machen sollen? Hätte ich was besser machen können? Ich weiß es doch echt nicht mehr. Das ist alles so traurig. Das ist alles einfach so traurig. Ich habe keine Worte mehr. Feenschicht Wablu. Ich meine, okay, bei Altaria, selbst wenn es keine Megaform hat, die erst in Oras dazukommt. Das ist okay, aber Wablu mit Feenschicht, wirklich? Muss das sein? Dann auch noch mit Fuchtler. Mit Fuchtler. Ach, Mann. Brigaron. Das ist doch alles blöd. Das ist gerade alles blöd. Aber Brigaron ist sogar echt gerade ein Problem. Das ist gerade echt problematisch. Ich bin gerade super, super mad. Ich bin gerade wirklich mad darüber, dass wir auch noch Brutalanda verloren haben. Schwalbos ist schon ein richtig cooles Teammitglied. Und dann auch nochmal Brutalanda. Oh, Mann. Vor allem, das wäre so super für die Arena gewesen. Das wäre so gut gewesen. Jetzt haben wir einfach eines der besten Pokémon überhaupt verloren. Brutalanda ist so ein gutes Pokémon. Und ich bin blöd. Und ich hasse mich. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich das... Ich hätte damit rechnen können, dass es vielleicht ein Feen-Pokémon ist. Okay. Damit hätte man rechnen können. Aber nicht, dass es Pixelate hat. Also Feenschicht und Fuchtler auch noch dazu. Das kommt ja auch noch dazu. Diese Kombination aus Fuchtler und Feenschicht. Ich meine, ein Bodycheck mit Fuchtler, mit Feenschicht hätte safe nicht gereicht. Aber ein Fuchtler halt, dann natürlich schon, ist klar. Das ist ein Fuchtler, 120er Base-Attacke. Natürlich bekommt er einen Crit mit Steigerungsteam. Natürlich, ich meine, wieso auch nicht? Bringt ja Spaß, ne? Und ist fair. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier schon zwei Punkte in dem Part verloren hätte. Nee. Kann man nochmal einen Crit hinzupacken, ne? Nochmal schön... Ich hasse dieses Spiel. Ich bin gerade wirklich aufgestanden, weil ich das Spiel hasse. Ich würde gerade den DS am liebsten gegen die Wand werfen, ne? Ich würde gerade den DS am liebsten gegen die Wand werfen. Ich würde ihn gerade am liebsten gegen die Wand werfen. Ich bin selten so mad gewesen wie jetzt in diesem Moment. Crit, Steigerungshieb, Crit, Durchbruch, den ich safe bei plus 1 getankt hätte. Und jetzt habe ich ein großes Problem. Was soll ich jetzt machen? Skyo schneller? Keine Ahnung. Ich könnte eine Top-Genesung einsetzen, ja. Aber dann kommt ein Kampfattacker. Nee, kann ich... Kusha bekommt einen Pflanzattacker und Markus, ich muss halt hoffen. Markus ist halt schnell. Hoffentlich. Ist es schnell? Bevor ich hier echt... Ich kann hier gleich den ganzen Kampf verlieren, wenn das hier so weitergeht, ne? Gaius ist auf jeden Fall schneller. Ja, Gaius, dann könnte ich auf...
Na, aber Kopfnuss. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, weil ich jetzt verbrannt bin. Das ist alles so blöd. Ich muss gerade einfach hoffen. Sonst habe ich echt ein großes Problem. Sonst wird einfach mein komplettes Team dezimiert und da steht noch ein Pokémon. Okay, Metallklaue, bitte reich aus und bitte triff. Er geht auf Schutzstacheln, ich hasse mein Leben. Vor allem, wieso hat er Schutzschild und Schutzstacheln? Das ergibt doch keinen Sinn. Moment, hat er aber Durchbruch-Ableitieb? Hat er keine Pflanzenattacke, ne? Sollte ich jetzt noch einen Knogger reinwechseln? Nee, Durchbruch macht zu viel Schaden. Aber dann könnte ich trotzdem einen Hit mit Dingens tanken. Samenbomben, hä? Hat der Schutzschild nicht eingesetzt? Oh Mann, ich bin so blöd. Ich dachte, er hat Schutzschild eingesetzt. Ach Mann, jetzt verlieren wir einfach fast alles. Es ist gerade so sad. Es ist gerade so sad. So, und jetzt ist das große Problem, wenn er auf Schutzstacheln geht. Das ist jetzt eine 50-50. Das ist jetzt eine 50-50. Ich gehe auf Hypertrank und hoffe gerade das Beste. Moment, habe ich eine Top-Genesung? Das ist eine 50-50. Nee, ich habe keine Top-Genesung. Weil Schutzstacheln plus Burn töten mich. Wieso bin ich vor allem auf Supertrank gegangen? Ich dachte, ich wäre auf Hypertrank gegangen. Geh bitte auf Schutzstacheln. Er geht auf Schutzstacheln, okay. Och Mann. Das ist gerade so dumm. Das ist gerade so dumm. Okay, geht nicht auf Schutzstacheln nochmal. Ich hasse mein Leben. Ich habe einfach 3 Pokémon verloren. 4? 4 Pokémon. 4! Aber das war nicht alles meine Dummheit, oder? War es meine Dummheit? Nein! War es nicht! Vor allem der Tod von Ori. Das war einfach super viel Pech. Das war richtig viel Pech. Ich hasse dieses Spiel. Nasekniet. Immerhin ist Kusha dagegen gut aufgestellt. Immerhin verlieren wir nicht komplett. Alter. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt passt dieses... Oh, der Rame, das passt mir so gut. Das ist jetzt richtig passend. Das ist einfach nur Sadness. Einfach nur pure Sadness. Wenn der jetzt Antikraft-Boost bekommt, dann wäre es so ein Sahnehäubchen auf der... Haha, das Spiel ist ja so einfach. Ich habe ja so viel Glück. Ich liebe mein Leben. Antikraft ist zwar jetzt echt nicht schlimm, aber das ist nochmal so ein richtiger Tritt ins Gesicht. So, Moment, Bitterkuss. Nein. Nein. Du tust mir das jetzt nicht an. Ich verliere jetzt hier nicht wegen Hex. Nein. Nein. Du kommst durch. Gut. Wenn du jetzt hier verloren hättest, wenn ich jetzt hier verloren hätte, weil er mich zu Tode verwirrt plus Antikraft-Boosts bekommt, dann hätte ich, dann wäre es vorbei gewesen. Dann wäre ich einfach nervlich am Ende gewesen. Ich hätte niemals wieder einen Nuzlocke spielen können. Auf jeden Fall keine mehr von diesem Hackersteller. Wobei ich seine Hacks liebe, aber das ging mir gerade zu weit. Aber das war eigentlich mehr Pech. Das war nicht wegen des Hacks, das war einfach nur Pech. Ihr habt es doch gesehen. Ihr habt doch gesehen, wie viel Pech man kann mir doch nicht sagen, dass ich einfach hier der Trottel-LP war, der Blöde. Sorry, dass ich gerade so salty bin. Ich bin selten so salty. Aber ich bin gerade einfach nur mad. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich mag es nicht, so zu sein. Aber wie wärt ihr gewesen in diesem Moment? Ich habe gerade keine Lust auf diese Musik. Diese Musik geht mir gerade so auf die Nerven. So, alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Das war doch nur ein freundschaftlicher Kampf, ne? Es tut mir gerade einfach leid. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß trotzdem bei diesem Part. Ich werde jetzt hier einfach beenden. Ich spam gerade nur noch den A-Button und sage jetzt hier an der Stelle, ja, keine Ahnung, smash doch den Like-Button. Schreibt gerne Kommentare und keine Ahnung, ich hoffe, ihr konntet immerhin über mein Leiden lachen. Ach Mann! Immerhin kann ich mit einem Lachen das Video beenden und bin ich komplett, ich bin salty. Aber dann kann ich lachen am Ende des Tages. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mein Team ist komplett zerstört. Ich muss komplett alles neu aufbauen. Das wird lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.